Noch ein Notfall. Es geht hier um den Rüden Tosiek. Ist leider Langzeitinsasse seit 2019. Das heißt, er ist schon mindestens 5 Jahre im Tierheim. Groß, ja, das denke ich schon, so eine Art Schäferhund, etwas kleiner Schäferhund. Lächelt viel. Ja. Kommt mit anderen Hunden zurecht, mit Menschen auf jeden Fall auch. Kleines Video. Ja, was ich hab. Dei Wacke. Ja, er will Was? zu den Menschen gefallen, das sieht man. Ich Okay. weiß nicht, was die junge Dame redet, aber So ich denke, so wie sitzt, bleib. Leckerchen, 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 würde ich. Auf jeden Fall Ja, bestechlich mit Leckerchen, das ist schon mal sehr gut. Ein lieber Hund. Schön. Ja, lässt sich streicheln, liegt im Rücken, hat Vertrauen. Toll. Schön den Bauch streicheln lassen. Schön. Lieber Hund. Jetzt schauen wir mal, was über den lieben Tosiek bekannt ist. Also, Tosiek kam am 26.10.2019, also vor genau, man kann sagen, vor genau 5 Jahren als Fundhund in unser Tierheim und wurde nicht wieder abgeholt. Schade. Anfangs war Tosiek ein recht zurückgezogener Hund. Er gewöhnte sich jedoch schnell an die Freiwilligen und begann mit ihnen spazieren zu gehen. Sehr gut. Jetzt ist Tosiek ein fröhlicher und energiegeladener Hund, der lange Spaziergänge und Streicheleinheiten liebt. Also er braucht jemanden, der mit ihm tobt. Vielleicht ein Zweithund. Eine junge Familie mit Kindern, die nicht zu klein sind natürlich. Ist ein größerer Hund. Ich schätze so 25 Kilo. Ja, genau, 25 Kilo. Genau, oder fittes Seniorenpaar. So, er ist folgsam und gehorsam, kennt die grundlegenden Befehle, natürlich zu Zeiten auf Polnisch. Deutsch müsste natürlich noch beigebracht werden. Aber man sieht aus dem Video, er will dem Menschen gefallen und er ist bestechbar. Liebt es, gelobt und belohnt zu werden. Natürlich mit Leckerchen und mit Worten. Mit den Menschen, die er gut kennt, kuschelt er gern und verteilt Küsse. Gegenüber Fremden ist Tosiek anfangs noch immer etwas misstrauisch. Mit Artgenossen ist Tosiek gut verträglich. Das heißt, als Zweithund perfekt. So, ah, schön. Kumpel. In der Regel sind die Hunde aus dem Ausland, gerade aus Osteuropa, an andere Hunde gewöhnt und vertragen sich mit den meisten. Wenn die auf der Straße leben, können die nur so überleben. Wer also Spaß an einem Hund, Optik ähnlich Schäferhund hat, schöner Hund, schönes Fell, schönes Gesicht. Genau. Danke Katharina und danke Monika für die Rettungspaten. Unten ist unsere Bertha, habe ich schon vorgestellt. So, kann dich gerne melden. Unter dem Video setze ich den Link vom Tierschutzverein Hundefreundlich für Leben e.V. Einfach dort melden, per Telefon, per E-Mail. Per Formular und die werden alles andere dann mit Ihnen klären. Ich hoffe, es findet sich jemand. Ciao.